Ich heiße Takila, ich bin 8 Jahre alt. Seit über einem Jahr leide ich unter Nebennierenerkrankungen. Die behandelnde Ärztin hat vor kurzem zugegeben, dass die Medikamente, die sie verschrieben hat, nicht wirklich helfen. Vor ein paar Monaten hatte ich so eine Entzündung an meinem rechten Fuß. Anstatt dort eine Röntgenaufnahme zu erstellen, wurde angeblich immer nur gesäubert. 3-4 Mal habe ich dann eben in die Praxis gebracht. Vor ungefähr 6 Wochen wurde diese Entzündung jetzt operativ auch entfernt. Aber wie ihr seht, heute sind meine Pfoten immer noch sehr, sehr geschwollen. Ich kann kaum laufen. Mein Fell hat sich entweder von Nebenwirkungen von der Tablette oder von anderen Erkrankungen auch erkrankt. Seht ihr, dass mein Fell spröde ist und die hier sind ein paar Rechnungen, die ich zusammengestellt habe. Ich war selbst auch in Ungarn, habe einen anderen Tierarzt gefragt, was er meint. Hier seht ihr dann auch, wie viel ich dann für Tequila ausgegeben habe. Und die Medikamente, die jetzt der bekommt, kosten dann auch so mittlerweile weniger, weil die behandelnde Ärztin hat endlich die Tagesdosis, was er an Nierentabletten braucht, hat jetzt das so aufgeteilt, dass ich halt nur monatlich ca. 300 Franken für die Medikamente, was er jeden Tag braucht, ausgeben muss. Ich kann leider die Behandlungskosten aus eigenen Mitteln nicht mehr finanzieren. Ich arbeite in der Gastronomie und seit über 3 Monaten bin ich auch nur auf diese Kurzarbeitergeldentschädigung angewiesen. Jetzt habe ich beschlossen, diesen öffentlichen Spendenaufruf zu tätigen. Und ich möchte jetzt mit Tequila nach Tierspital Zürich und dort die Spezialisten meinem lieben Hund anvertrauen. Bitte hilft mir. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich seine Behandlung bezahlen soll. Ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich.